Yo Snapchat, yo YouTube, was geht ab bei euch, was geht ab bei euch? Keine Sorge, ihr seid mich nicht los. Ja, gestern kamen halt keine Videos von mir. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, gar keine Lust. Wir waren nur einkaufen, ein bisschen Hundefutter und so ein Leuchthalsband für Hasso, damit er auch demnächst im Dunkeln gut gesehen wird. Das werde ich euch auf jeden Fall noch irgendwann zeigen. Ja, ansonsten war gestern einfach mal nix. Ich meine, das Leben kann ja auch nicht jeden Tag so aufregend sein, oder? Aufregend wird es auf jeden Fall heute, weil heute werde ich Orhan Pamuk treffen, beziehungsweise ich werde an einer Vorlesung von ihm teilnehmen. Orhan Pamuk ist Literatur-Nobelpreisträger und einer der bekanntesten und wichtigsten Autoren in der Türkei. Viele Leute mögen ihn leider nicht, weil er sich einmal politisch geäußert hat. Ich mag ihn wegen seiner Geschichten. Er schreibt super Liebesgeschichten. Er schreibt viel über Istanbul, über Arm und Reich. Und ja, für Politik interessiere ich mich, für Politik interessiere ich mich nicht. Es sei denn, ich bin natürlich gegen rechte Leute, halt gegen sowas wie hier in Deutschland, gegen die AfD und so. Das dürfte aber ganz normal sein. Ja, obwohl nach den letzten Wahlen ist hier nichts mehr normal. Aber ich bin halt ja für Multikult und sonst eigentlich eher ja nicht politisch eingestellt. Die Sonne blendet mich gerade ein bisschen stark. Wie gesagt, heute werde ich Orhan Pamuk treffen oder sehen oder wie auch immer. Ich hoffe, dass ich ein Autogramm bekomme. Mein Lieblingsroman ist Istanbul, Erinnerungen an eine Stadt. Dort schreibt er über seine Kindheit und über die Geschichte von Istanbul. Und das lese ich bzw. höre ich halt gerne, weil ich halt Istanbul als Stadt an sich auch gerne mag. Ich werde euch mitnehmen. Ich hoffe, ich werde Videos machen können. Ihr wisst ja, bei diesen Fernsehshows ist das nicht so der Fall, dass man dort im Studio Aufnahmen machen kann. Ich denke mal, dort wird es heute klappen. Ansonsten laber, laber, laber. Sorry, dass ich manchmal so viele Monologe halte, aber ich will euch einfach aufklären, ne, über mein Leben und so. Und ja, der Herbst ist schon richtig weit vorangeschritten. Auf jeden Fall heftig. Ich werde nächste Woche, Samstag, am 28. Übrigens im Moviepark sein, für alle, die noch Karten haben. Möchten, beziehungsweise sich welche kaufen möchten. Ich werde auf jeden Fall dort sein für Halloween Horror Special. Vielleicht sieht man sich ja da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß, dass der ein oder andere, der hier diese Snaps schaut, beziehungsweise YouTube schaut, auch bei mir in der Umgebung wohnt, beziehungsweise in Düsseldorf zum Beispiel. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn man sich mal dort treffen würde. Ansonsten sage ich mal bis später. Ciao. So, ich bin jetzt in Essen und bin jetzt auf zur Lichterburg, da wo Orhan Pamuk dann vorlesen wird. Und ich bin mega gespannt und hoffe, dass ich heute dann auch drin filmen darf. Also bis später. Vorsicht, nicht, dass ich hier von der Polizei überfahren werde. Tada! Da ist die Lichtburg. So, ich bin jetzt gerade hier in der Lichtburg und hab's leider gerade erfahren, dass ich halt während der Veranstaltung nicht filmen darf. Jetzt ist noch in Ordnung. Jetzt kann ich hier einmal zeigen, wie das aufgebaut ist. Da vorne ist die Bühne. Und ich habe leider hier ganz oben einen Platz bekommen auf dem Balkon, aber es ist auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, während der Veranstaltung darf ich leider nicht filmen. Ich habe es mir schon fast gedacht, weil es ja immer meistens so ist, aber der Wille war da, ne? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und danke, dass ihr mir so treu folgt. Und auf jeden Fall kann ich demnächst im Moviepark filmen. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder ein längeres Video. Boah, mir ist voll warm, ne? Leute, mir ist richtig warm. Ich habe mich ein bisschen zu dick angezogen. Naja, in diesem Sinne, macht's gut und bis morgen. Ciao.
Noch ein kleiner Nachtrag, das habe ich mir gerade extra gekauft, weil ich halt nicht weiß, ob ich nachher noch ein Autogramm bekomme. Und ich habe zwar das andere Buch mitgenommen, das was ich eigentlich signiert haben möchte, aber man weiß ja halt nicht, ob er nur ältere Bücher signiert oder ja, neue Bücher, und deswegen habe ich das jetzt halt gekauft und das habe ich mitgenommen. Ja, mal schauen. Also dann, bis später. Ciao. Jo, an all die Leute, die jetzt abgeschaltet haben, weil ich ja jetzt schon mehrmals gesagt habe, hey, das war's. Aber ich muss nochmal einen Nachtrag nach dem Nachtrag machen. Und zwar, ich bin einfach nur glücklich. Warum? Erzähle ich gleich. So, da waren mir gerade ein paar zu viele Leute. Das war mir ein bisschen peinlich, das zu erzählen. Ich war ja bei Orhan Pamuk, wie ihr ja im Video erfahren habt. Und ich habe nicht ein Autogramm, sondern ich habe zwei Autogramme bekommen. Und ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe ihm halt erzählt, dass ich in seinem Museum war. Und dann hat er gesagt, ja, das hat er gesehen. Halt anhand meines Buches, was ich ihm vorgelegt habe. Und dann hat er mich gefragt, ob mir das gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, dass ich halt, ja, dass ich es sehr mochte. Wir haben halt auf Türkisch geredet. Und ja, ich habe das, was ich wollte. Ich habe mit Orhan Pamuk geredet und ein Autogramm bekommen. Ist das nicht, ja, einfach krass und genial? Und nachdem ich dann fertig war, ja, nachdem ich die Autogramme halt bekommen habe, hielt der ein Moderator, beziehungsweise ein Journalist war das, ja, ein Journalist vom WDR mich noch an, hat mich dann noch einige Sachen gefragt. Und was er gesagt hat, das kommt in der Lokalzeit. Ja, das war auf jeden Fall mein cooler Abend mit Orhan Pamuk. Und ich sage jetzt heute, für den heutigen Abend wirklich, macht's gut, bis morgen. Ciao.